Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, dem heutigen Video möchte ich euch einen neuen Car Duplication Glitch zeigen. Ja, mit diesem Car Duplication Glitch könnt ihr euch wirklich fast im Minutentakt die Autos duplizieren. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür auf jeden Fall ein iFruit-Kennzeichen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ebenso braucht ihr noch die Hilfe von einem Freund, aber euer Freund, der muss eigentlich fast gar nichts machen. Und ja, ebenso braucht ihr noch eine volle Basis. In der Basis muss sich dann der Winnie Easy befinden, den ihr duplizieren wollt. Und mindestens ein Elegy soll sich da drin befinden. Und ja, ebenso müsst ihr noch irgendwelche Elegies in irgendwelche Garage noch stehen haben. In welcher Garage, das ist wirklich völlig egal. Und ja, wenn ihr dann soweit alles habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Fordert euch zunächst einfach irgendein Elegy aus irgendeiner Garage an. Steigt dann einfach in den Elegy ein. Fahrt damit dann in die Basis rein. Dann bekommt ihr jetzt die Basisvollmeldung, die einfach dann akzeptieren. Jetzt werden wir dann in der Basis angekommen, einfach dann den LG mit dem LG hier aus der Basis einfach austauschen. So, sobald der LG dann jetzt draußen gespawnt ist, ja, muss euer Freund einfach nur in euer LG einsteigen. Mehr muss der Freund nicht machen und Gas geben. Einfach in euer LG einsteigen und die ganze Zeit Gas geben. Wir begeben uns einfach ganz schnell zu diesem Easy, den wir jetzt duplizieren wollen. Einfach einsteigen. Wir drücken dann Steuerkreuz nach rechts. Einfach irgendwas Günstiges vom Fahrzeug ändern. Dann wieder aussteigen. Und schon haben wir die erste Kopie fertig. Unser Freund ist jetzt aus dem LG rausgeflogen. So, als nächstes müssen wir jetzt einmal die Fahrzeuge umstellen. Ihr seht hier beim Easy steht immer noch der Elegy drauf. Einfach einmal umstellen und ihr seht, ihr habt jetzt da die erste Kopie. Ja, wir werden uns jetzt eben noch die zweite Kopie erstellen. Dafür rufe ich wieder den Mechaniker an, bestelle mir dann wieder irgendein Elegy aus irgendeiner Garage. So ist der Elegy dann angekommen. Einfach einsteigen, die Basisvollmeldung wieder annehmen. Wir tauschen wieder den Elegy aus. Unser Freund steigt dann jetzt wieder in unseren LG ein, der draußen gespawnt ist, gibt die ganze Zeit wieder Gas. Wir steigen jetzt wieder in den Easy ein, den wir duplizieren wollen. Wir drücken dann Steuerkreuz nach rechts, wieder irgendwas Günstiges am Fahrzeug ändern, Fahrzeug wieder verlassen und schon haben wir die zweite Kopie. Ihr habt gerade unten rechts noch die gelbe Ladeschnecke bekommen, ist auf jeden Fall perfekt. Somit haben wir jetzt die zweite Kopie. Ja, wir gehen einfach mal wieder unten hin, das Fahrzeug wieder umstellen. Ihr seht, da steht Easy Albtraum, aber da steht noch der LG. Einmal kurz das Fahrzeug switchen und schon habt ihr die nächste Kopie. Und ja, so könnt ihr euch wirklich fast im Minutentakt die Kopien fertigstellen. Und ja, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.